hey und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt, das Brett zum Sonntag, da hinten ist es. So, das Brett zum Sonntag Spezial und das habe ich diesem jungen Mann neben mir zu verdanken, der mich heute früh anschrieb und schrieb, hey, weißt du, dass dein nächstes Video dein 500. Video ist? Und ich sagte, nein. Und du sagtest, doch. Und ich sagte, oh. Ich sagte, Und du sagtest, oh. Ah, oh, so. Ja, das ist der Wahnsinn. Deshalb mal ein kleines Brett zum Sonntagsspezial. Ich hatte eigentlich mir schon ein Thema ausgedacht, und zwar Brummverhalten von giftigen Brettspielern bei Mitternacht. Das wäre ein sehr interessantes Thema geworden, was leider nur zu dieser Mondlandschaft gepasst hätte. Ich bin auch nur darauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Ach so, oh, okay. Brummfig oder Mumpfig? Beides. Oh, okay, ja, ich verstehe das. Ja, ja. Dürfen wir erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, Sven! Ja, ein Wahnsinn. Wo habt ihr die denn her? Surprise! Yeah! Ja, es ist ein Wahnsinn. Also vor kurzem die 10.000 geknackt. Das Ballerina-Video. Ballerina-Video kommt im November. Ich habe es euch ja gesagt, ich bin gerade noch dabei, ein paar schöne Verlosungssachen einzusammeln. Da wird cooles, cooles Zeug dabei sein. Haben ein paar Verlage wirklich gesagt, dass sie mir da schöne Sachen schicken. Aber 500 Videos, auch da gibt es heute was zu gewinnen. Als Dankeschön, dass ihr mich schon 500 Videos lang ertragt. Und ich habe gedacht, wenn schon 500 Videos, dann möchte ich auch die beiden Menschen dabei haben, die ich am liebsten in meinen Videos dabei habe. Die hatten heute keine Zeit, deshalb habe ich Kat und Thomas. Nein, Quatsch. Du machst mal voll das nette immer, Kompliment. Immer derselbe dann Gag. Mal so nachschlagen. Ist immer derselbe Gag. Nein. Aber ich fühle mich etwas fast deplatziert. Eigentlich solltet nur ihr zwei hier sitzen. Nein, also tatsächlich, ich meine. Ich bin Zaungast. Nein, also tatsächlich ist es ja immer wieder schön, und ich weiß, das Hand am Brett Feed Cat ist sehr beliebt, aber ich genieße es auch immer sehr, sehr, die Videos mit Thomas zu machen. Hand an Sven. Hand an Sven. Auch, ich erinnere mich dann ein paar Videos zurück, aber da reden wir gleich drüber, weil jeder wird heute mal zum Besten geben Videos bei 500 Videos, die im Gedächtnis geblieben sind. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen. Ihr könnt heute was gewinnen. Wir haben ein paar schöne, große Kleinigkeiten rausgesucht. Möchte mich aber auch an erster Stelle bei euch bedanken für den Support und für die Treue und für immer wieder das Feedback, konstruktiv, aber auch einfach positiv. Und das ist ganz, ganz toll. Und aber auch an meine beiden Gäste, die mir auch den Spaß am Hobby immer wieder versüßen. Also von daher. So. Nein, also ganz, ganz toll. Wir fangen mal mit der Dame an. Du bist ja, weißt du noch, was unser erstes Video war? Ja, ich habe es kurz gerade gesucht. Das war auf der Spiel 2019. Das war mein erstes Spiel seit, ich glaube, davor war ich 10 Jahre nicht. Ne? Ja, genau. Auch, ne? Und wir haben das Video im Hotel aufgenommen, im Hotelbett, während unsere Tochter, glaube ich, Cat, geschlafen hat. Cat im Bett. Ach, ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Und hast gedacht, wer ist das? Nee, ich dachte irgendwie so, oh, das war ein bisschen verruchter Content. Nicht nur, also dieses Übliche. Ja. Genau, genau. Seitdem habe ich dich ja auch immer wieder vor allen Dingen für die Gespielt-Videos dabei. Und ich weiß, die Leute warten sehr, sehr gespannt darauf, dass endlich dein die beste Kinderspiele-Video kommt. Das machst du jetzt absichtlich vor. Ja, natürlich. Daher, also Cat hat es in Vorbereitung tatsächlich ungefähr seit 6 Monaten schon. Ja. Der Vorteil ist, es kommen immer wieder neue Spiele dazu. Das ist ja schlimm, ne? Da musst du ja am Ende noch irgendwie 3 Videos oder so aufnehmen. Genau, also sag mal bitte hier, Cat. Schreibt mal in die Kommentare, ihr du wollt kennst das. Mich, lass mich davon nicht unter Druck setzen. Das stimmt, aber ich finde schön, ich will Interaktion. Sei doch still, verdammt. So, ansonsten Thomas. Ich mache die Top Seniorenspiele. Ja, und oh, das wäre super. Ich bin auch seit 6 Monaten am Vorbereiten, mit über 90-Jährigen zu spielen. Und das sind coole Sachen. Dabei. So lange, das Problem, was Thomas hat, er ist immer wieder dabei, aber die sterben alle weg. Nee, Gott sei Dank nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, ist ja auch gut so. Was würdest du für ein Spiel empfehlen, wirklich für jemanden, der 90 ist? Kommt drauf an. Also, 10 ab 18. Nee, aber vielleicht irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel oder irgendwas, wo man mit ein bisschen Memory, wo man ein bisschen Gedächtnis drin kann. Man at Work. Ja, also ich meine, je nachdem, also dann kann man ja so ein bisschen sich fit halten und kann so die Sachen, wo man Defizite hat, ein bisschen trainieren, aber ohne halt, dass es zu frustrierend ist. Also ich glaube, das darfst du halt nicht machen, dass die Leute irgendwie keinen Spaß haben beim Spielen. Das stimmt, ja. Wir haben vorhin noch überlegt, ich weiß gar nicht mehr, was unser erstes Video war. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es war aber hier. Wahrscheinlich, ja. Es war irgendwie so, ach, wo du schon mal da bist. Nee, warte mal, Quatsch, beim allerersten Mal, wo ich da war, saß ich auf diesem Sessel da drüben. Stimmt, oder haben wir denn zugeguckt? Nee, doch, da haben wir, das war auch ein Brett zum Sonntag, da war auch die Marie von Nordsprech da. Genau. Grüße in den hohen Norden gehen raus. Und stimmt, da hatten wir halt diesen Switch gemacht, ne? Und da hatte die auch einen Hut auf. Ja, genau. Ich glaube, es war gleich in Medias Res. Das stimmt. Da gab es keine Karenzzeit oder so. Genau, richtig, ja, das war großartig. Also viele, viele Videos. Was ist dir besonders in Erinnerung?
geblieben. Ja, du hast mich ja auch vorhin gefragt, ich soll mal sagen, was ist so mein Lieblingsvideo? Mhm. Da sind mir natürlich gleich sofort 5 Sachen eingefallen. Dann hast du gemeint, aber es soll von deinem Kanal sein. Da musste ich ein bisschen mehr. Guck, ich kann es mich genauso wie du diesen Gag machen. Ja, wie du vorhin. Das tut ja weh. Warum sagt mir das keiner, dass das weh tut? Sagen wir jedes Mal. Also ich fand es sehr cool, unseren Roadtrip. Das war super, oder? Ja, weil das war, ich habe immer die Kamera auch ganz vergessen, die da irgendwie am Spiegel hing. Das war sehr lustig, vor allem, weil es eine sehr unterhaltsame Autofahrt war. Brettspielfans, jetzt geht es los. Ja, schöne Grüße an die Garde. Die haben wir uns auch gespielt letzte Woche. Ah, das war stimmt, sehr lustig. Ja, stimmt, das war sehr witzig. Kannst du alles verstehen? Oh, ja. Das war super. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, das fällt mir spontan ein. Und natürlich, aber da wirst du gleich nochmal drüber reden, über den Charity-Stream. Absolut, ja. Das war halt irgendwie, weiß ich auch nicht, das hat gefühlt ja so ein ganzes Wochenende gedauert, obwohl es ja nur ein Tag war. Aber das war so ein sehr langer krass, Tag, ja. Also der Charity-Stream ist was, das ist mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Ich wurde auch auf der Spiel oft angesprochen, wann macht ihr denn mal wieder einen? Also eigentlich hatten wir ja gehofft, wir kriegen dieses Jahr hin, aber es war, wie gesagt, aus Zeitgründen und alles nicht machbar. Wir haben aber auch schon auf der Hinfahrt ja zum Spiel drüber gesprochen. Und der Plan ist, dass jetzt wirklich was organisiert wird, irgendwie fürs Frühjahr nächsten Jahres, irgendwie die Richtung. Also es ist halt immer schwer, weil wir haben festgestellt, Vom Aufwand her ist es wirklich brutal. Wir wollen eigentlich noch jemand mehr dabei haben als weniger. Und da aber alle Leute unter einem Hut zu bekommen, haha, Wortwitz, dass die halt auch Zeit haben, dass sie hier in München sind, das ist halt schon eine Herausforderung. Mhm. Aber ich habe jetzt gesagt, dass ich da wirklich auch noch dieses Jahr versuche, da die Vorbereitung loszustemmen, dass wir da wirklich einen Termin fürs Frühjahr haben, weil, wie gesagt, es war ein mega Erfolg. Es hat aber auch mega Spaß gemacht einfach. Mega. Und eigentlich ist das ja wirklich das Beste, Sachen, die Spaß machen und dann noch für einen guten Zweck, das besser geht's nicht, ne? Ideal. Ich erinnere mich sehr gern an ein Video zurück, was tatsächlich eine der, ja, vielleicht verrücktesten Sachen war, die ich hier getan habe. Aber wo ich tatsächlich das Gefühl habe, da haben sehr viele Leute drüber gesprochen. Das war für die Berlincon 2019. Du weißt, was kommt, oder? Natürlich. Wo ich diese Brettspielsammlung gekauft habe mit den 1800 Spielen. Und ich kann mich noch daran erinnern, der Hunter hat mir damals dabei geholfen. Die haben wir dann in Berlin eingelagert. Und es kam dann dieser riesige Bulli aus Hamburg mit den, ich weiß es gar nicht, 60 Kisten und ich dachte nur, ups, das ist ja doch viel. So habe ich dich kennengelernt. Also so habe ich dich zum ersten so Mal viele, wahrgenommen. Viele, ja. Ich glaube, der ein oder andere, ja. Und das war, ich weiß doch, also auch wie du geflucht hast, weil du auch mitgeholfen hast. Wir haben ja einiges dann auf dem Berlin-Con Flohmarkt verkauft und wie du dann in dem Kabuff hinten warst. Ich und nicht nur alleine, da war meine Tochter auch dabei im Kinderwagen noch oder im Buggy und haben auch noch andere geholfen. Ja, das war schon. Daher vor allem ganz, ganz viele liebe Grüße an den Rolf, der damals auch sehr viel mitgeholfen hat, der jetzt auch im Verein, den die Berlin-Con gegründet hat, nicht Hand am Brett, sondern ich wieder einen Namen, da gibt es einen ganz tollen Verlag, Brett am Spiel, Spiel am Brett, na, ihr werdet es wissen, der da jetzt auch sehr, sehr engagiert ist und das ist toll zu sehen. Ich meine, 500 Videos, das sind bei mir jetzt 3 Jahre tatsächlich. Übrigens auf der Dingsbums, ne, wenn ich mal das Wort verliere, an der Stelle, das wollte ich sagen, auch viele, viele Grüße an den Dennis von Brettspiele und mehr, denn der hat auch die 500 Videos, der ist auch genau. Grüße gehen raus. Der ist kurz vor den 10.000 Abos auch. Also falls noch nicht passiert, schaut mal beim Dennis vom Brettspiele und mehr vorbei und lasst da auch gerne mal ein Abo, ein Like und ganz viel Liebe da. Der freut sich auch immer über Liebe. Ganz viel Reihenfolge. Liebe. Ja, genau. Abo, Like, Liebe. So. Und das am besten auch noch umsonst. So, Mensch. Der wohnt in Hamburg, der ist das gewohnt. Bitte. Ist das so? Hamburg ist eine sehr fröhliche Stadt, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Berlin auch. Berlin auch, absolut, ja. Spielend am Brett heißt so der Verein? Ach, verdammt, ich habe es nicht im Kopf. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Verein sein könnte. Nee, es ist ja der Verein, den Berlincon gegründet hat, wo eben auch jetzt die Spielausleihe darüber organisiert wird. Oh Gott, ja, wie heißen die denn? Ja, genau. Brett am Spiel, nein. Ich schlag das kurz nach, dann kannst du weiterreden. Schlag mal kurz nach, ja. Ich und Namen, ihr wisst ja. Und nein, wie gesagt, es ist ein Wahnsinn, was in 3 Jahren alles so passiert ist. Es ist wirklich nur 3 Jahre. 3 Jahre, ich habe tatsächlich... Das kommt viel länger vor. Ja, ich dachte, 2019. Ich habe im März 2019, März, April 2019. Ah, dann habe ich doch gar nicht so spät, bin ich doch gar nicht so spät in einem Video. Das stimmt, ein halbes Jahr später. Ja. Daher, also, ich habe schon Situationen erlebt, da kam ich später. Haha, lass mir das. Am Klo oder was? Ja, okay. Ja, und ich kann mich daran erinnern, der 14.04., glaube ich, das erste Brett zum Sonntag, da habe ich nämlich von dir dieses wunderbare Brett bekommen, wo auch das Datum draufsteht. Irgendjemand hat auch mal geschrieben und hat mich auf das Spiel angesprochen, Grüße gehen raus, dass sie das erste Brett zum Sonntag nicht geguckt hat, aber am ersten Brett zum Sonntag ihre Tochter oder Sohn
auf jeden Fall ihr Kind geboren worden ist. Okay. Und deshalb kann sie sich immer jetzt irgendwie ans erste Brett zum Sonntag erinnern, wenn sie das Brett da steht mit dem Datum. Und das ist ganz, ganz schön. Ja. Ich finde es nicht. Du findest es auch nicht. Ja. Ich bin also, auf der Seite. Ich weiß auch, viele Leute von einem Verein, der Berlin können, gucken auch, schreibt es mal in den Kommentaren. Ich weiß, die haben auch einen Instagram-Account, aber auch den werde ich jetzt nicht das finden. Witzige ist, ich habe heute noch ein Video gesehen von Hunter und Melli, wo sie auch darüber gesprochen haben, weil sie ihre Highlights vorgestellt haben von der Messe. Und da haben sie auch nochmal Danke an dieses ganze Team gesagt und ich habe es mir nicht gemerkt. Also das Berlin-Con-Team auch ganz, ganz groß, wirklich ganz, ganz tolle Leute, die mit super viel Einsatz da rangehen und ich freue mich auch schon wieder total auf die nächste Berlin-Con 2023. Jetzt ist die Spiel ja vorbei und ich könnte eigentlich schon wieder, oder? Ja. Also, ich weiß, ob du schon wieder könntest. Ich hätte aber auch wieder Bock. Wobei ich ziemlich fertig war letzte Woche. Reden wir über die Spiel? Ja, unter anderem. Ja, also absolut. Aber so, bevor wir uns jetzt wieder verquatschen, der ein oder andere sagt mir ja manchmal nach, dass das passieren könnte bei mir. Ich finde, du bist immer kurz und knackig auf dem Boden. Ja, immer, klar, so kennt man dich. Hallo, du redest doch nicht lange rum. Ich sollte mal einen Zweitkanal machen, Brett am Punkt. Okay, jetzt schon wieder. Okay. So, haben wir noch Sachen, die ihr gewinnen könnt. So, und ich würde sagen, ihr fangt mal an und nehmt was und haltet mal ein Bild. So. Das. Genau. Das mag ich sehr. Ja. Point Salad. Ihr könnt ein Point Salad gewinnen. Es ist die englische Version, aber das Spiel selber ist komplett sprachneutral. Ich glaube, ihr könnt auch die Regeln, könnt ihr da irgendwo runterladen, auf irgendeiner Torrentseite oder so. Nein, ich glaube sogar wahrscheinlich beim Pegasus oder so oder BGG. Ist aber ein kleines, einfaches Spiel. Ich mag es echt gerne. Da kommt bald ein Nachfolger. Wusstest du das? Habe ich auf der GenCon gesehen, dass davon ein Nachfolger geht. Geht auch wieder um irgendwelches Futter. Aber ich weiß gerne mal, was es war. Aber Point Salad. Schönes Spiel. Könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das sagen wir gleich. So, dann ja, Thomas. Pass auf hier. Ich kenn mich voll aus mit Wutaki. Ich weiß nichts über das Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Du müsst uns echt mal spielen. Sieht schön aus. Ja, der David Rimmach, netter Typ, hat da auch in Essen einen Stand, bringt bald so ein Cthulhu Roll and Ride raus. Da gibt es, glaube ich, auch schon eine Print-and-Play-Version. Wutaki ist ein Worker-Placer. Sehr interaktiv, sehr gemein mitunter für einen Worker-Placer, den man ja nachsagt, dass die manchmal sehr, sehr solitär sind. Das ist wirklich ein tolles Teil und auch das könnt ihr gewinnen. So. Werde eingebaut. So, dann für all diejenigen, die vielleicht gerne zu zweit spielen, Undaunted Reinforcements. Das ist eine Ergänzung. Ich weiß gar nicht, ob man die alleine spielen kann. Ja, stimmt. Ein Solo-Mode bei David Turci. Macht er eigentlich auch noch Spiele, die nicht solitär sind? Der macht, glaube ich, nur Solo-Modi. Gefühlt bei jedem Spiel, wo drauf steht Solo-Modi, ist irgendwie David Turci. Ja. So, genau. Reinforcement. Die englische Version ist aber schon eine ordentlich dicke Box. Ich habe auch das Gefühl, die werden immer größer. Ich habe auf das Spiel das Neue gesehen. Das ist, glaube ich, das Midway, irgendwie mit Flugzeug. Und das ist schon irgendwie so eine riesige Box bei Osprey. Die werden immer größer. Auch die, sehr cooler Zweier, könnt ihr auch gewinnen. Nice. So, und ich habe die alle nicht. Vielleicht sollte ich mitmachen. Ich wollte gerade sagen. So. Und last but not least, auch ein Highlight, glaube ich, hat viele Fans. Unsere Motte hat es auch schon begeistert gespielt. Sehr viel gespielt. Ja. Gravitrax. Hast du es mal eh gespielt? Nee. Ich glaube, das wäre voll deins eigentlich. Das ist doch so eine Murmelbahn. Kugelbahn, ja. Also genau, ich finde, es sieht geil aus, weil man so viel machen kann. Und da gibt es auch ganz viele Erweiterungen und so. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Tür einmal aufmache, dann bauen wir halt nur noch Kugelbahnen. Wahrscheinlich, ja. Das ist schon echt cool. Man kann auch damit Magneten und so, glaube ich, was machen. Die sind ja magnetisch. Also da gibt es einiges, ja. Also das hast du tatsächlich mehr gespielt als ich, aber... Mit unserer Tochter? Ja. Mit der Tochter, genau. Nur allein im Solo-Modus von David Turci. Ja, schau, geil, David Turci, Solo-Modus von Gravitrax. Wobei, tatsächlich kommt bald von Gravitrax ein Spiel raus. Das haben nämlich Markus und Inka Brandt zusammen mit Ravensburger entwickelt. Cool. Und die bringen da bald eine spielende Version raus. Also klar, man spielt damit auch, aber es ist ja in dem Sinne jetzt kein Spiel. Und genau. Spielzeug. Das ist ein großes Starter-Set, das Vertical Starter-Set. So. Also. Du bist so gemein. So charmant. So charmant ist der Hammer. Oh, Schatzi. So, genau, das sind vier Sachen, die ihr gewinnen könnt. Und was müssen die Leute dafür machen? Was meint ihr? Ich habe eigentlich noch gar nichts überlegt. Die müssen dir eine Postkarte schreiben, wo sie einen Vorschlag draufschreiben, was du als nächstes für ein Format machen solltest. So, das könnt ihr auch. Kommentar bitte.
Das könnt, alternativ könnt ihr auch einfach kommentieren. Ja, folgt gerne dem Kanal. Auch das ist gerne gesehen, weil wir sind ja noch lange nicht am Ende, auch wenn so ein oder der eine oder andere sagt, das Ende ist. Ne? Lasst gerne ein Follow da und was ihr machen könnt. Follow. Und schreibt einfach, ach, wisst ihr was, komm, schreibt einfach Hashtag Gewinnspiel und jeder kann mitmachen. Genau, also ihr müsst, macht euch, ich freue mich, wenn ihr was schreibt, ich freue mich, wenn ihr Vorschläge schreibt, ich freue mich, wenn ihr irgendwelche anderen Sachen schreibt. Könnt auch gerne sagen, Thomas hat schöne Haare und Kate hat, ist sowieso schön. So viele vor allem. Ja, und schreibt einfach irgendwas. Und was Nettes, einfach, was gefällt genau, euch, was nettes, gefällt genau. Euch, was würdet ihr gerne verbessern wollen? Genau, schreibt Hashtag Gewinnspiel, damit ich das auch vernünftig auslosen kann und dann gibt es diese wunderbaren Sachen alle zu zusammen, gewinnen. Alle zusammen oder jeder Nein, kriegt eins? Nein, jeder kriegt eins. Also nicht jeder kriegt eins, sondern nicht Nein, jeder. Eins davon. Eins davon. Jeder hat die Chance. Jeder kriegt eins davon. Das wird teuer. Ja, nee, das nicht. Ihr habt die Chance, vier Leute haben die Chance, eines dieser vier Spiele zu gewinnen. So, das klingt jetzt korrekt, oder? Mhm. Das ist korrekt, ja. Präzisionsarbeit, genau. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese 500 Videos alle irgendwie mehr oder weniger angeschaut habt. Der eine mehr, der andere weniger. Entbauen, mein Gott. Was wolltest du bauen? Mich entbauen. Achso, die entbauen. Ich dachte, du wolltest ein Entbauen von Herr der Ringe. Ah, ja, okay, ja, das war auch lustig. Habt ihr das Staffelfinale schon gesehen? Nee, Nein. Noch nicht. Alter Schwede, Nein. Oh Gott. Hat sich so geärgert. Es ist furchtbar. Du hast Galadriel, oder? Ja, auch, unter anderem. Da reden wir gleich nochmal, wenn die Kamera aus ist. Okay, also, so, wir sollten, ich sag's ja, wir haben schon mal gesagt, Thomas und ich wollen eigentlich mal so ein Filmformat machen, oder? Wo wir über Serienformat. Serien-Nerdkultur, oder? Wo wir einfach nur über Sachen... Den Kanal Nerdkultur gibt's schon, wenn ihr den nicht kennt, abonniert den, weil der ist mich auch ziemlich gut. Stimmt, den habe ich auch schon mal geguckt. Ja, der ist richtig auch, gut. Ja, doch, da gibt's was. Ja. Ne? Also, der kommt doch aus München, glaube ich. Echt? Ja. Ja, siehst du? Mensch. Jetzt macht ihr gerade beide den Sven. Warum wird immer alles auf mich gemünzt? Wobei, es geht immer um mich, Okay. So. Das ist dein Kanal. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Genau, viel Erfolg, vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen zocken. Wir haben ja noch so die ein oder andere Essen-Neuheit hier. Ich freue mich. Ich liebe es, darf ich kurz noch eine Sache sagen? Ich liebe es immer, wenn in so einem Video hinter so, wir gehen jetzt noch hoch und jetzt essen wir was und trinken Wein und spielen noch das und das und das. Und dann komme ich immer irgendwie eine Woche später, schaue ich mir das Video und denke mir so, wir haben nichts von den Sachen gezockt, die wir gesagt haben irgendwie. Und wir haben schon voll die Vorfreude aufgebaut. Aber wir haben immer Wein getrunken. Das ist wahr. Und immer eine schöne Zeit miteinander verbracht. Das ist korrekt, ja. Immer. Seht ihr? So, bei uns menschelt es noch. So, in diesem Sinne. So, es reicht. Ende aus Mickey Maus. Danke für den Support. Der ging jetzt aber ziemlich schnell vor. So, Kat ist damit dann erst. Ganz schön gut. Pusten. Ja, ich weiß. Der kam jetzt nicht von mir. Der kam jetzt nicht von mir. Vielen, vielen Dank. Das wird ja wehtun, oder? Okay. Macht's gut. Habt einen schönen Sonntag. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke. Und tschüss. Arrivederci.